Seit 2016, seit die Zahl der Geflüchteten in Deutschland vorübergehend rapide zugenommen hatte, greift der Bund den Ländern und den Gemeinden finanziell unter die Arme. Pro Geflüchtetem zahlt der Bund eine Pauschale an die Länder, 670 Euro je Verfahrensmonat und für abgelehnte Asylbewerber pauschal je Ablehnung 670 Euro, bezifferte Regierungssprecher Seibert die Pauschale. Die Endabrechnung, Spitzabrechnung, genannt, erfolgt am Ende eines Jahres. Bestehende Regelung war befristet und wird verlängert. Diese Unterstützung soll auch 2019 fortgeführt werden. Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der die Verlängerung einer entsprechenden Regelung um ein weiteres Jahr vorsieht. Ohne diesen Beschluss wäre die Unterstützung Ende des Jahres ausgelaufen. Das hohe Engagement des Bundes für Flüchtlinge setzt sich fort, sagte Regierungssprecher Seibert. Rund 6,85 Milliarden Euro soll der Bund demnach insgesamt 2019 für fluchtbedingte Integrationskosten zur Verfügung stellen. Die Summe setzt sich wie folgt zusammen: eine um 435 Millionen Euro aufgestockte Integrationspauschale für das kommende Jahr, insgesamt 2,44 Milliarden Euro eine Abschlagszahlung für das Jahr 2019, 482 Millionen Euro eine Nachzahlung aufgrund der Spitzabrechnung bis Ende 2018, 1,61 Milliarden Euro. Die Kommunen werden von den Kosten für Unterkunft und Heizung anerkannter Asylberechtigter freigestellt, 1,8 Milliarden Euro. Auch die seit 2017 gewährten 500 Millionen Euro pro Jahr für den sozialen Wohnungsbau soll den Ländern im kommenden Jahr zur Verfügung gestellt werden. Unerwarteter Geldsegen durch frühere Fondstilgung. Unabhängig von den Integrationskosten sieht der Gesetzentwurf eine weitere finanzielle Entlastung der Länder vor, weil der in Verbindung mit der Wiedervereinigung aufgelegte Fonds Deutsche Einheit früher als geplant getilgt werden konnte, wird die Umsatzsteuerverteilung zwischen Bund und Ländern neu justiert. Von kommendem Jahr an entfällt damit der Anteil der Länder, in der Folge haben die dauerhaft rund